Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir beraten den Tagesordnungspunkt 19 nach der ersten Debatte im Umweltausschuss und der ersten Lesung im September-Plenum heute zum dritten Male öffentlich. Mittlerweile ist das Energiekonzept ja für jedermann zugänglich und ich hatte eigentlich gehofft, dass Ihnen in der Zwischenzeit, lieber Herr Tanke, mehr Inhaltliches zu dem Thema Energieversorgung einfällt, als Sie hier demonstrieren, meine Damen und Herren. Denn immerhin hatten Sie seit der letzten Diskussion ja ausreichend Gelegenheit, sich mit dem Energiekonzept auch mal inhaltlich auseinanderzusetzen, aber das scheint unterblieben zu sein. Umso mehr wundert es mich, dass Sie auch heute noch unser Konzept auf die Verlängerung der Restlaufzeiten reduzieren, denn da steht noch einiges mehr drin. Wenn Sie es gelesen hätten, dann hätten Sie das auch zur Kenntnis nehmen können. Erstaunlicherweise verlieren all diejenigen, die sich nur auf dieses Thema stürzen, nicht eine einzige Silbe über eine Alternative. Wie, wenn nicht durch die Abschöpfung der Gewinne der Kernindustrie, wollen wir denn die Netze ausbauen? Wie wollen wir denn die Speichertechnologien weiterentwickeln? Mit dem Energiekonzept wird Deutschland endgültig weltweit Vorreiter beim Ausbau erneuerbarer Energien und stellt sich selbst die ebenfalls weltweit ehrgeizigsten Ziele zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Wie, wenn nicht über diese zusätzlichen Einnahmen, sollten wir diese ambitionierten Vorhaben denn überhaupt alternativ finanzieren? Diese verlässliche Perspektive inklusive Einspeisevorrang, inklusive Unterstützung für erneuerbare Energien hat vollends gefehlt, als die rot-grüne Bundesregierung im Jahre 2000 den sogenannten Atomkonsens beschlossen hat und sich weder um die Endlagerung noch um ein Finanzkonzept zur Förderung der erneuerbaren Energien wirklich gekümmert hätte, meine Damen und Herren. Gerade wir in Niedersachsen können uns darüber freuen, dass wir von diesen Mitteln zur Finanzierung der Offshore-Vorhaben profitieren, meine Damen und Herren. Denn darüber, dass erneuerbare Energien diese Unterstützung auch in Zukunft benötigen, besteht ja kein Zweifel. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Kennen Sie Herrn Dieter Salomon? Herr Salomon ist grüner Oberbürgermeister Freiburgs, eine der sonnigsten Städte Deutschlands. Im Jahre 2004 setzte man sich in Freiburg das Ziel, bis zum Jahre 2010 10% des eigenen Strombedarfs aus erneuerbaren Energien decken zu wollen. Nachdem diese Quote bereits 2003 bei 3,4% gelegen hat, hat man sie bis 2009 nur auf 3,7% ausbauen können. Um solchen Projekten auch den erforderlichen finanziellen Rückhalt zu geben, gibt es für die Gewinnabschöpfung aus der Laufzeitverlängerung keine Alternative, meine Damen und Herren. Ich verschweige allerdings auch nicht, dass wir in Niedersachsen in einigen Punkten dezidiert andere Auffassungen besitzen als im Energiekonzept formuliert. Die CCS-Technologie etwa halten wir für eine kostspielige Technik, die wir in unserem Bundesland zu diesem Zeitpunkt nicht haben wollen, weil wir ihre Risiken zum gegenwärtigen Zeitpunkt für unkalkulierbar und die Technik für noch nicht ausgereift halten, meine Damen und Herren. Und gestatten Sie mir bitte noch einen Satz zu der von Ihnen geforderten Bundesratsbeteiligung bei der Laufzeitverlängerung. Ihr Antrag erwähnt, dass die ungeklärte Frage der Endlagerung ein Grund für die vermeintlich erforderliche Beteiligung des Bundesrates sein müsse. Und verschweigt, dass Herr Trittin dafür verantwortlich ist, dass wir in dieser Frage in den vergangenen 10 Jahren nicht weitergekommen sind. Aber unabhängig davon, bei dem im Jahre 2000 beschlossenen Ausstieg aus der Kernenergie hat eine Bundesratsbeteiligung nicht stattgefunden, trotz großer Bedeutung dieser Entscheidung für die Bundesländer. Stattdessen fordern Sie heute eine Beteiligung, obwohl wir, anders als Rot-Grün, damals keine komplette Kehrtwende vollziehen, sondern den Ausstieg lediglich um einige Jahre in die Zukunft verschieben wollen. Auch wenn verschiedenlautende Gutachten zu diesem Thema existieren, würde ich mich sehr wundern, wenn die von Ihnen angestrebte Normenkontrollklage vor diesem Hintergrund Erfolg haben würde. Herr Dr. Warten Hocker, Sie, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Dr. Sohn? Warten Sie die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes ab, das zum Glück auf seine eigenen Kompetenzen zurückgreift und Ihren Antrag für eine Entscheidung nicht braucht, genauso wenig wie dieser Landtag.